Nun haben wir wohl lange genug das Frühjahr herbeigesehen. Die Temperaturen passen endlich. Damit willkommen zum Frühlings-FM-Media-Magazin. In dieser Ausgabe sehen Sie Pflanzaktion im Luckauer Lagerpark, gegen rechts in Herzberg, Sportlegende Teve Schur in Luckau, Bahnhofsvorplatz in Ukro eingeweiht, deutsch-französischer Schüleraustausch und passend zum Thema Frühling gleich unser erster Beitrag. Mit einer großen Pflanzaktion werden im Landesgartenschaupark in Luckau farbliche Akzente gesetzt. Zum Tulpenfest am kommenden Wochenende wird es nichts mit der namensgebenden Blütenpracht, weiß Lagerbüroleiterin Angelika Malatschuk definitiv. Aber die beliebte Veranstaltung findet natürlich trotzdem statt. Rege Geschäftstätigkeit im Lagerpark. Fleißige Hände setzten Primeln, Stiefmütterchen und andere Frühblüher in die Erde als bunter Blumengruß zum unmittelbar bevorstehenden Tulpenfest. Natürlich ist auch Landesgartenschau-Büroleiterin Angelika Malatschuk ganz gespannt, wie sich in den nächsten Tagen noch alles entwickelt, und schaute auch an diesem Tag nach dem Rechten. Tja, ich denke mal, wir liegen ganz gut in den Vorbereitungen zum Tulpenfest am 21. April. Wir haben heute 3000 Stiefmütterchen in die Erde gebracht, Narzissen, noch weitere Frühlingsblüher, Primeln, und ich denke mal, wir werden für die Gäste ein schönes, buntes Fest hier im Stadtpark Luckau haben. Ohne freundliche Spenden umliegender Gartenbaubetriebe gäbe es die Farbtupfer nicht, weiß Frau Malatschuk. Also die Blumen und die ganzen Frühlingsblüher, die beziehen wir aus der Region. Da haben wir Gartenbaubetriebe, die uns da immer unter die Arme greifen, uns auch ein günstiges Angebot machen, sodass wir diese Menge an Pflanzen den Besuchern auch darbieten können. Und die Tulpen beziehen wir aus Holland, weil die meisten Erfahrungen mitbringen und den besten Preis bieten. Ein Teil der Frauen machte gerade eine kleine Pause, denn die Arbeit ist sehr anstrengend. Naja, erstmal durch die nasse Erde bleibt manches an die Schippe hängen. Ja, und eben halt so das Bücken und dann wieder hochkommen. Aber wie es ist, wenn hinterher alles fertig gepflanzt wurde, äußerten die Frauen ebenfalls. Dann freut man sich. Alle Blumenbeete im Park bekommen ihren farblichen Anstrich. Denn die Tulpen werden es wohl terminlich diesmal wirklich nicht schaffen, weiß die Lagerchefin. Gärtnerin Birgit Schulze hatte alle Mitarbeiter konkret eingewiesen und legte dann flink wie ein Wiesel selbst Hand an. Noch warteten die bunten Primeln auf ihren Einsatz. Indes wollte Angelika Malatschuk noch einmal eine herzliche Einladung aussprechen zum Tulpenfest am 21. April in Luckau. Also ein großer Höhepunkt in diesem Jahr ist, dass es uns gelungen ist, ein großes historisches Riesenrad hier für Luckau zu binden. Das ist schon mal eine Attraktion, wird die Besucher gleich im Haupteinschaugelände empfangen. Und weiterhin haben wir noch den Reitclub Wieringsdorf hier vor Ort. Die werden um 12 Uhr die Besucher mit einer großen Quadrille erfreuen. Das Bühnenprogramm startet dieses Mal schon ab 12 Uhr. Der Tanzclub Labelle wird sich präsentieren mit einem modernen Programm in super tollen Kostümen. Und viele Händler und weitere Mitwirkende werden die Besucher hier durch den Park geleiten. Willkommen zum Tulpenfest in Luckau am 21. April im Lagerpark. Das ganze Areal wird zum nachempfundenen Wiener Prater. Der Hingucker, das nostalgische Riesenrad aus dem Jahr 1825. Im Angebot überall Wiener Charme, ob bei der Stadtrundfahrt im Fiaker, bei den Wäschemädels oder einem Glas heurigen sowie kulinarischen Spezialitäten. Musik und Tanz erwärmen die Seele und ein Höhepunkt, die Quadrille des Reitvereins. 11 bis 17 Uhr am 21. April in Luckau. Frühlingserwachen nach Wiener Art. Die Luckauer Marktapotheke feierte gemeinsam mit ihren Kunden das 20-jährige Bestehen. Für jeden Wochentag hatte sich das Team etwas Besonderes einfallen lassen. Wurde am ersten Tag jeder mit einem Glas Sekt und köstlichen Häppchen begrüßt, konnten sich alle Interessenten am Donnerstag im benachbarten Mehrgenerationenhaus umfassend beraten lassen. Am Montag der Festwoche gab es bereits überaus viele Glückwünsche und der ausgerollte rote Teppich vor der Apotheke zog geradezu magisch an.
Um Hauptpflegekonzepte ging es am Dienstag und die Fußgesundheit stand am Mittwoch im Mittelpunkt. Die Inhaberin der Luckauer Marktapotheke, Dorit Kemke, fühlt sich ihrer Kundschaft zum Dank verpflichtet. 20 Jahre Marktapotheke Luckau würde es nicht geben ohne unsere Kunden, ohne unsere Mitarbeiter, die im Team im Prinzip diese Aufgabe auch gestemmt haben. Und wir haben gesagt, wir wollen diese Woche 20 Jahre Marktapotheke gemeinsam mit den Kunden und für unsere Kunden gestalten und mal enger ins Gespräch kommen als im normalen Apothekenbetrieb. Und deswegen haben wir Schwerpunkttage gewählt, damit wir auch verschiedene Angebote für verschiedene Altersgruppen anbieten können. Wenn Dorit Kemke auf 20 Jahre Marktapotheke zurückblickt, hat sie eine klare Überzeugung. Bei der Silberhochzeit würde man sagen, in guten und in schlechten Zeiten. Auch so ist es bei uns. Die 90er Jahre, die 10 Jahre sind so schnell vergangen, weil es so viele Aufgaben täglich neu gab und gibt natürlich. Ab dem Jahr 2000 hat die Politik uns mehr oder weniger geärgert, wo auch hier, ich sage jetzt mal quartalsmäßig, wir uns immer neu einstellen mussten. Aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, in meiner Persönlichkeit bin ich durch diese Privatisierung nur gewachsen. Das Zusammenwirken mit den Kunden respektive Patienten hat für die Apothekerin Priorität. Es ist sehr wichtig für uns, auch kritische Stimmen, denn jeder Mangel ist eine Chance, kritische Stimmen zu haben, dort Feedback auch zu bekommen, denn nur so können wir uns weiterentwickeln. Das Team der Marktapotheke hat immer ein offenes Ohr für die Kunden. Der psychologische Aspekt ist sicherlich beim Arzt, sowohl bei der Apotheke als auch beim Pflegepersonal. Schauen wir ins Hospital, schauen wir uns die ambulanten Einrichtungen an, immer wichtiger. Denn wenn Sie sich mal die Statistik angucken, welche Krankheiten uns im 21. Jahrhundert begleiten, sind leider die neurologischen Erkrankungen ganz, ganz weit oben in der Statistik. Die dynamische Entwicklung Ihrer Arbeit sieht Dorit Kemke auch in einem Farbenwechsel. Genau, wir haben ja dieses Jubiläum vorbereitet und haben uns im vorigen Jahr gesagt, das Grün unserer Kleidung war das Grün unseres Hauses. Das war die Idee 1993 gewesen, müssen wir einfach mal wechseln, mal wieder neu und interessant werden für die Kunden und deswegen das Orange. Das Jubiläum ist guter Anlass, um über die Zukunft nachzudenken. Ja, der ganz persönliche Wunsch ist natürlich Gesundheit, damit wir die nächsten 20 Jahre stemmen können und immer Arbeit. Denn durch diese Arbeit kann unser Selbstbewusstsein gestärkt werden. Durch unsere Arbeit können wir wieder neue Impulse schaffen und wieder neue Ideen verwirklichen. Herzlichen Glückwunsch auch von FM Media für 2 Jahrzehnte erfolgreiches Wirken. Alles Gute, Frau Kemke und Ihrem Team. Wir haben uns verabredet, um vor Beginn der Urlaubszeit über die Reiseapotheke zu sprechen und andere wichtige Vorbereitungen für erholsame Ferien. Eine Maschine. Dann aber nicht hier sowas Falsches. Steinmetz, Meisterbetrieb, Peter Landes, Golzen und Luckau. In der Nissanstraße 20 im Luckauer Gewerbegebiet Ost. Natursteinarbeiten für den Innen- und Außenbereich. Dekoratives für Haus und Garten. Fertigung von Grabmalen. Denkmalpflege und Restauration. Die Firma Landes bildet erfolgreich seit vielen Jahren Steinmetze aus. Ein Beruf mit Zukunft. Steinmetz, Meisterbetrieb Peter Landes, Golzen und Luckau. Die Vorbereitungen zum diesjährigen Kreiserntefest laufen auf Hochtouren. Als Veranstaltungsort wurde die Gemeinde Hohenseefeld ausgewählt. Dort fand eine der wichtigen Zusammenkünfte des Vorbereitungsteams statt. In Abels alter Mühle war der Treffpunkt zur Beratung. Doch zunächst machten sich die mehr als 20 Mitstreiter des Vorbereitungsteams bei diesem wichtigen Termin im Veranstaltungsort Hohenseefeld auf Besichtigungstour. Der lange Hauptstraßenzug Richtung angrenzendes Niederseefeld bietet sich geradezu an als Bummel- und Flaniermeile zum großen Kreis-Erntefest im September. Alle Arbeitsgruppenmitglieder waren sicher so sehr mit der Tagesthematik beschäftigt, dass wohl wenig Zeit blieb, um die frischen Frühlingsblüten am Wegesrand zu würdigen.
Nach 1,5-stündigem Rundgang trafen alle wohlbehalten im Versammlungsraum ein. Jetzt bekam die nette Kellnerin ganz schön viel zu tun, denn jeder brauchte ein wohltuendes, erfrischendes Getränk. Zur Gemeinde Niederer Fleming gehören neben Hohenseefeld weitere 22 Ortsteile, von Bärwalde bis Wiepersdorf. Tausende Besucher sollen sich während des Festtages ein Bild vom Leben auf dem Lande machen, mit Handwerker- und Bauernmarkt, vielen Ständen, einem vielfältigen Kulturprogramm und großem Festumzug. Im Festkomitee mit 6 Arbeitsgruppen sind an der Vorbereitung mit beteiligt Vertreter der Gemeinde Niederer Fleming mit David Kaluza als Bürgermeister an der Spitze, der Kreisbauernverband, das Kreislandwirtschaftsamt sowie die Agrargenossenschaft Welsickendorf. Das heißt also, Protokoll ist angenommen, dann können wir so weiterverfahren. Auswertung der Beratungen in den Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppe fest. Habt mein Wagen voll geladen. So das große Motto zum Teltow-Fleming-Kreis-Erntefest 2013 in Hohenseefeld. Vernissage der Ausstellung Gerhard Kitzig – Begegnungen 2 – Malerei und Grafik. Am 18. April um 18.30 Uhr im Bürgerzentrum Herzberg, Uferstraße 6. Laudatio Lothar Günther, Klavier Nicole Albrecht. Es laden ein Michael Oecknick, Bürgermeister der Stadt Herzberg, Marion Hase, Bürgerzentrum Herzberg und Gerhard Kitzig. Die Stadt- und Überlandwerke Luckau-Lübbenau präsentieren sich mit Informationen und Beratungen ihres Leistungsspektrums zur Niederlausitzer Leistungsschau Ende April in Luckau. Die Schülerköche warten auf mit kulinarischen Köstlichkeiten, Spaß vermitteln die kleinen Leute der Kita Storchennest Zützen. Strampeln schont ihren Geldbeutel. Die erradelten Kilokalorien werden umgerechnet und als ermittelter Wert der nächsten Sylrechnung gutgeschrieben. Ihre Syl zur Messe in Luckau. Eine nicht zu unterschätzende Rechtsbewegung, insbesondere unter jungen Leuten, verlangt nach klarer Positionierung. Im Herzberger Bürgerzentrum war diese zu erleben, ganz unabhängig vom Parteibuch. Die Veranstaltung besuchte auch Umsiedlerin Hilde Richter. Ja, warum gehe ich hierher? Weil mir das alles anstinkt, ankotzt, auf Deutsch gesagt. Komischen Plakate, wo ich nichts mit anfangen kann und auch so eine komischen Buchstaben. Eine vereinte CDU und SPD zu sehen, war das positive Signal des Abends. Die beiden Herzberger Ortsverbände wollten mit ihrer Geschlossenheit ein deutliches Zeichen setzen und luden zum Gesprächsabend ein. Mehr als 50 Besucher hatten im Saal des Herzberger Bürgerzentrums Platz genommen und wurden zunächst begrüßt durch die Vorsitzende des SPD-Ortsvorstandes, Sandra Naug. Die Lebenswirklichkeit findet sich für die Menschen in der Politik nicht mehr wieder. Die Enttäuschung der Bürger, sich nicht mehr verstanden zu fühlen und die Befürchtung zu haben, dass die da oben doch gar nicht mehr wissen, was hier unten vor sich geht, führt aus unserer Sicht dazu, dass man den Versprechungen und den Rufen nach einer neuen Politik nur allzu gerne glaubt. Diesbezüglich besteht die Gefahr, dass insbesondere rechte Gruppierungen und Parteien gern gesellschaftspolitische Themen nutzen, um sich den Bürgerinnen und Bürgern wieder volksnah und wählbar zu präsentieren. Ich freue mich sehr, dass die CDU sich hier zusammen mit uns bereit erklärt hat, diese Veranstaltung durchzuführen, weil wir denken, dass es sich hier um ein gesamtgesellschaftspolitisches Problem handelt, welche alle Parteien und politischen Gruppierungen betrifft, die für die Demokratie und die Einhaltung der Menschenwürde stehen. Eine Einstimmung auf den Vortrag des Publizisten und Politikwissenschaftlers Dr. Serge Embacher gab CDU-Ortsverbandsvorsitzende Michael Oecknick. Wenn es um Fragen der Radikalität in der Politik geht und der Gewalt in der Gesellschaft, dann darf zwischen Ihrer Partei und meiner Partei in Herzberg kein Blatt Papier dazwischen passen. Deshalb habe ich gern das Angebot und die Frage angenommen, ob wir mittun, wenn es um eine solche Veranstaltung geht. Und es erfüllt mich mit Freude, vor so doch gutem Publikum diese Veranstaltung erleben und mit Ihnen eröffnen zu können. In Zeiten, wo es, wie Sie richtigerweise sagen, immer schwieriger wird für einige Bevölkerungsteile, sich auch mit Politik zu identifizieren, ist es umso wichtiger, mit der Bevölkerung auch ins Gespräch zu kommen. Deshalb freue ich mich auch, Herr Dr. Embacher, dass Sie den weiten Weg heute zu uns gefunden haben. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag, aber auch
genauso gespannt auf das, was wir danach miteinander auch verabreden und diskutieren können. Das Thema gefährliche Liebschaften, in Anführungszeichen, als Gefährdungspotenzial für die Demokratie, wusste der Redner exzellent mit Fakten zu untermauern. Die Menschen, 5%, die haben sehr, sehr viel Geld, leben sozusagen in Saus und Braus, was ich ihnen ja auch nicht nehmen will, aber was eben ein extrem großer Unterschied ist zu denen, die ganz unten sind, aber auch mittlerweile zu denen, die in der Mitte sind. Also ganz normale Normalverdiener, die sind mittlerweile wirklich ganz kleine Lichter im Vergleich zu dem, was sozusagen in den Chefetagen verdient wird. Und das ist auf Dauer ein Problem für eine demokratische Gesellschaft, weil Demokratie von der Fiktion lebt, dass sie auch in der Lage ist, einigermaßen gerechte Verhältnisse herzustellen. Und diese soziale Spaltung zieht sozusagen an dem unguten Ende. Und damit hängt eben auch zusammen, dass wir es zu tun haben in einer Situation, in der sehr viel privater Reichtum besteht, aber eine große öffentliche Armut. Das muss ich einem Bürgermeister nicht erzählen, die kommunale Finanzlage in Deutschland. Das ist also mittlerweile zum flächendeckenden Phänomen geworden. Viele Schlagworte machten Zusammenhänge und Wechselwirkungen klar. In jeder Zeile wurden die Feststellungen des Analytikers deutlich und Dr. Embacher verstand es außerordentlich gut, seine Ergebnisse zu kommentieren. Man angesichts dieser Großtendenzen relativ ratlos dasteht. Also viele Entwicklungen hat die Politik selber mit verursacht. Also die Bankenkrise ist nicht einfach so aus heiterem Himmel über uns gekommen, sondern ist ein Ergebnis politischer Entscheidungen. Ist ein Ergebnis von Deregulierung und Liberalisierung und Privatisierung. Und man erkennt heute in der Politik, dass viele Schritte falsch waren, dass es falsch war, alle kommunalen Eigenbetriebe zu privatisieren, dass es falsch war, den Bankensektor zu deregulieren und dass es auch falsch war, permanent Steuern zu senken für Wohlhabende. Und jetzt ist aber das Problem, dass die Politik heute, sie sieht es zwar ein, also auch mehr oder weniger lagerübergreifend, kann man schon sagen, aber dass sie sich selber der Instrumente beraubt hat, um das überhaupt wieder zu ändern. Das ist das Problem an der Sache. Das heißt, wir haben es mit einer relativ ratlosen Politik zu tun, die allerdings immer in der Not ist, bei Wahlen natürlich Programme auflegen zu müssen. In der anschließenden Diskussion wurde unter anderem die Frage laut, wie reagieren Politiker auf derartige Analysen? Welche Früchte trägt solche Arbeit? Gefährdung der Demokratie, denn rechte Parteien wie die NPD und andere, die propagieren eindeutig die Abschaffung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und sind damit antidemokratisch. Ich bin also hauptberuflich beschäftigt im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. Das ist so eine Vereinigung in Berlin, die sich damit beschäftigt, genau diese Gedanken, also Stärkung der Demokratie, Stärkung des Bildungsgedankens, auch schon in jungen Jahren und so weiter, in das Zentrum der Politik reinzubringen. Einer der jüngeren Zuhörer mahnte an, dass es doch viel notwendiger wäre, sich der Drogenproblematik im Elbe-Elster-Kreis zuzuwenden, da diese prozentual wesentlich höher anzusetzen ist als rechtes Gedankengut. Andere Besucher des Vortrages beschäftigten sich mit der Steuer- und Arbeitsmarktpolitik. Letztere sieht der Referent übrigens aktuell sehr kritisch. Menschen, die überhaupt nicht mehr die Hoffnung haben, dass sie mal einen Job bekommen könnten oder dass sie irgendwo mitreden könnten oder dass irgendwie dass es lohnenswert ist, in dieser Gesellschaft, in dieser Demokratie mitzuwirken. Die einfach sagen, das hat sowieso keinen Sinn, das sind alles Betrüger, die sind fremdgesteuert, die wollen mich, also so diese ganzen negativen Einstellungen. Da gibt es leider mittlerweile sehr viele Menschen in Deutschland. Das macht mich sehr besorgt und auch manchmal pessimistisch, das muss ich ehrlich zugeben. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass Demokratie auch wiederum etwas ist, was nie stehen bleiben darf. Da muss man weiter dran arbeiten. Das ist eben so, wenn Sie jungen Menschen Chancen geben, die können ihr Leben in die Hand nehmen und sind eben, wie Sie das gesagt haben, machen Bildungsabschlüsse und kommen in den Beruf, dann steigt auch die Chance, dass die nicht solchen Ideologien anheimfallen. Mit herzlichen Worten und Blumen bedankte sich der CDU-Politiker in Personalunion, Bürgermeister der Stadt Herzberg, Michael Oecknick, bei Dr. Embacher. Die Diskussion können wir nicht beenden. Die müssen wir fortführen, intensiver fortführen. Und dann können wir auch viele Probleme miteinander lösen. Wenn wir die Menschen erreichen und die Probleme aufgreifen, mit ihnen analysieren und an Lösungswegen arbeiten, wenn wir jeden
dazu bringen, wachsam über die Demokratie zu schauen, dann wird das auch den Stolz steigern, das Selbstwertgefühl, das Engagement, Kräfte freisetzen. Und ich denke, da wird uns in der Zukunft nicht bange sein. Nicht vor Arbeit und auch nicht vor guten Ergebnissen. In dem Sinne nochmals herzlichen Dank. Ein kleiner Blumengruß mit aus Herzberg. Dankeschön. Das Forum Umwelt und Mensch, Stiftung Helmut und August Ninnemann, hatte zu einer bemerkenswerten Veranstaltung eingeladen. Gustav Adolf Schur, geboren 1931, einer der populärsten Sportler in der DDR, weilte in Luckau. Die 50er Jahre, die Friedensfahrt und Tewe Schur gehörten einfach zusammen. Der Name ist noch heute beispielgebend im Sprachgebrauch. Eine vollbesetzte Kulturkirche war eigentlich fast sicher bei der Ankündigung der Veranstaltung. Tewe Schur ist in vielerlei Hinsicht ein echtes Phänomen. Mit 82, fit wie eh und je und so gar nicht kamerascheu, erzählte er, wie es zu dem Besuch in Luckau kam. Ja, Frau Brümmer, die hat mich geworben und hat mich angeschrieben und Luckau war interessant. Und für mich ja interessant insofern, als ich hier vor kurzem in Lauchhammer gesprochen habe, in der Schule. Dann habe ich meinen Sohn besuchen können in Frankfurt-Oder. Das sind ja ziemliche Entfernungen von meinem Ort Heirutsberge bis dann nach Frankfurt-Oder über. Und das bedeutet natürlich auch Autofahren und Zeit. Und Autofahren ist ja auch verlorene Lebenszeit, muss ich sagen. Ich fahre auch gerne Auto, aber zu viel verlorene Lebenszeit. Man bewegt sich nicht. Nur das Hirn arbeitet. Ein bisschen der Fuß da unten. Kann ein Kind? Darf es nicht. Mit 82 Jahren könnte man eigentlich seinen Ruhestand genießen. Was treibt Sie? Ja, das sagen mir meine Freunde auch und mein Umfeld auch. Das geht aber nicht. Nein. Ich kriege so viele Briefe, zu meinem Geburtstag insbesondere, ich komme nicht mehr dazu, viele zu beantworten. Aber ich freue mich natürlich, wenn solche Wünsche wie hier in Luckau bestehen, gerne. Die nehme ich gerne wahr. Und außerdem, Luckau, ja, wie gesagt, ich habe einen Bürgermeister eben getroffen, macht einen sehr sportlichen Eindruck. Und wenn ich mir das Haus heute hier ansehe, das volle Haus, muss ich sagen, Donnerwetter, das ist eine Ehre für mich. Überhaupt für Sportler. Während sich der Saal mehr und mehr füllte, gab es auf dem Flur die Begegnung mit Johannes Brümmer, der ihm später per Rennrad die Begrüßungsblumen überreichte. Ja, finde ich einen großen Rahmen umgeschweißt. Und jetzt passt er nicht mehr drauf, jetzt brauchen wir ein größeres. Ja. Mit herzlichem Applaus wurde Gustav Adolf Schur empfangen und Bürgermeister in Ruhr Harry Müller sprach die Begrüßungsworte. Unsere Heimat steht getürt, sich geehrt, so sehr, dass Sie heute auch neben dem Bürgermeister Gerald Lehmann sitzen, der Ihre Anwesenheit dann auch noch nutzen will, um im Goldenen Buch Sie verewigen zu lassen. Meine Damen und Herren, ich denke, in dieser Zeit, wo doch Ego und Animation und Sucht zum Spaß häufig dominieren, ist es eine tolle Botschaft, wenn gewissermaßen ein oder das Synonym für Leistung, für sich nach oben strampeln, für Ehrgeiz und trotzdem für Volksverbundenheit heute hier anwesend ist. Das sind Tugenden, die wir uns zurückwünschen und Sie, lieber Tewe Schur, waren generationsübergreifend über lange Zeit das Idol. Auch mein Vater, kann ich mir erinnern, drehte den Deutschlandsender weg, um die Friedensfahrt und Tewe Schur zu hören. Und auch über Nuancen in der Weltanschauung hinweg kann ich mich erinnern, dass in der jungen Gemeinde Tewe Schur dasselbe Idol war wie an allen anderen Stellen der damaligen DDR. Und das musikalisch stimmte eine kleine Besetzung der Band stressfrei auf einen spannenden Spätnachmittag ein. Eine automatische Waffe ist immer dabei. Zunächst berichtete der unterhaltsame Film aus dem erfolgreichen sportlichen Leben des Gastes, der es auf seinem Rennrad auch zu olympischen Ehren brachte und dessen Name mit der Friedensfahrt, dem Radsport, aber auch der sportlichen Nachwuchsarbeit untrennbar verbunden ist und bleibt. Bilder, die besonders unter den älteren Gästen eine Erinnerung nach der anderen wachriefen. Du hast mir so viel vermittelt, dass ich aus meinen Reportagen etwas machen konnte, was dann vielleicht ein bisschen täfisches Format oder ein
bisschen Spitzenformat bekommen. Ein Mensch, mit dem man Pferde stellen könnte. Seine gute Laune, sein Lachen, das ist etwas, das steckt so vom an. Und, ach, man lacht so wenig heutzutage. Und ich wünsche mir, dass wir noch 50 Jahre so gut beieinander sind, befreundet bleiben und noch tausende Kilometer gemeinsam trainieren können. Und dass er weiterhin so einsatzfreudig arbeitet. Und dass er weiterhin so für den Sport eintritt. Dass er seine Popularität weiter so aufrecht hält in seinem Naturell, wie er ist. Und dass er noch lange fit bleibt. Und wer mit 80 noch aussieht, mit 50, der hat noch ein langes Leben vor sich. Und das wünsche ich mir auch. Er ist ja mit seinem Alter, was er jetzt hat, noch ganz schön fit. Ich weiß nicht, ob ich das so lange schaffe. Übrigens, Gustav, könnte ich jetzt sagen, du bist genau bei uns. Den alten Quatsch, den wirklich Erwachsenen. Mit so manchem Teil Humor gewürzt, antwortete Tefe Schuhe auf die Fragen des LR-Sportjournalisten als Moderator. Zwischendurch stellte er fest, dass ja auch Bürgermeister Gerald Lehmann als Triathlet dem Radsport sehr zugewandt ist. Und bot ihm sofort das Du an, wie es unter Sportlern eben üblich ist. So seine Bemerkung. Ich habe letztendlich Verwaltung. Junger Bursche. Aber wo ist das? Mit dem Eintrag ins Goldene Ehrenbuch der Stadt hat sich Tefe Schuhe für die Geschichte Luckaus verewigt. Am Büchertisch wollte die Schlange nicht abreißen, um sich ein Tefe Schuhe-Buch signieren zu lassen. Man bewegt sich nicht weniger, wenn man alt wird. Man wird alt, weil man sich weniger bewegt. Denn bis zum 100. Ehre, Hals und Beinbruch! Der Weg zur Kulturkirche hatte sich einfach für alle gelohnt. Die Begegnung mit dem großen Gustav Adolf Schuhe, ein Gewinn. Uhren, Schmuck, Felix Tipinka, Luckau. Höchstes Niveau, solide Qualität, ausgewogener Service, Modernität, meisterliche Handwerkskunst. Uhren, Schmuck, Felix Tipinka, Konzessionär zahlreicher Marken. Eine aktuelle Marktorientierung reflektiert das Angebot. Exklusive Kreationen, Trauringe und Brautschmuck für den schönsten Tag im Leben. 24 Stunden Online-Shop für den Kauf oder die Auswahl von zu Hause aus. Im Service Uhren- und Gehäusereparaturen, Goldschmiedearbeiten, Gravuren, Altgoldankauf mit RFA-Technik. Uhren, Schmuck, Felix Tipinka. Das Geschäftshaus mit außergewöhnlichem, vielfach genutzten Kellergewölbe. Uhren, Schmuck, Felix Tipinka, Luckau. Das Geschäft mit 50-jähriger Geschichte, immer im Dienst des Kunden. Er ist eigentlich schon länger in Betrieb, der neu gestaltete Bahnhofsvorplatz in Ukrow. Jetzt wurde er ganz offiziell seiner Bestimmung übergeben. Wer das Areal in den letzten 20 Jahren beispielsweise als Berufspendler benutzen musste, weiß auf jeden Fall die Investition zu schätzen. Auf diesen großen Moment hatten nicht nur die Ukrower selbst seit vielen Jahren gewartet. Nach Einschränkungen des Bahnverkehrs ab Beginn der 90er Jahre und der späteren Stilllegung des Bahnhofsgebäudes wurde es still und traurig um den Knotenbahnhof zwischen Berlin und Dresden. Dennoch benutzen täglich viele Berufspendler und Privatreisende den Ukrower Anschluss. Positiver Aspekt zweifelsfrei, der eingerichtete Haltepunkt für Zubringerbusse. Doch die Busfahrer schlugen sich mit der Problematik herum, dass auch viele Autopendler ihr Fahrzeug am Bahnhof abstellen wollten und mussten. Selbst der Winterdienst ließ sich nicht korrekt realisieren. Nach planerischen Vorarbeiten überreichte Infrastrukturminister Jörg Vogelsänger im Juli 2012 den Förderscheck. Und die auch vom Landkreis und der Gemeinde mitfinanzierte Investitionssumme von insgesamt 580.000 Euro konnte nun umgesetzt werden. Nach knapp 4 Monaten Bauzeit wurde der neu gestaltete Platz schon vor Jahresfrist zur Nutzung freigegeben. Rest- und Abschlussarbeiten brauchten aufgrund der Witterung Aufschub.
Insgesamt wurden ca. 380 Meter Regenwasserleitungen verlegt, 420 Meter Straßenbeleuchtungskabel gezogen, 170 Meter Stabgitterzaun, 7 Stück Straßenleuchten und eine Haltestellenanlage errichtet. Für die nunmehr 57 Parkplätze und den Bahnhofsvorplatz wurden durch das Bauunternehmen 800 Quadratmeter Betonpflaster, 1480 Quadratmeter Groß- und Polygonalpflaster und 580 Quadratmeter Kleinpflaster verlegt. Es wurden 275 Kubikmeter Oberboden eingebaut und 25 Bäume sowie 3200 Stück Bodendecke gepflanzt. Nutzen diesen Bahnhof, nutzen diesen Parkplatz, um als Pendler ihr täglich Brot verdienen zu können. Das dürfen wir nicht vergessen. Und für uns alle gemeinsam ist es, 2015 wird es soweit sein, ich gehe davon aus, ich bin nicht im Aufsichtsrat, aber soweit sein, dass der Flugplatz in Betrieb genommen wird. Ich gehe davon aus, ich bin mutig, ich sage einfach 2015, ich habe heute irgendwo eine Zahl gelesen. Aber Bürgermeister Gerald Lehmann zollte den beteiligten Firmen hohe Anerkennung, lobte aber auch die Geduld der Reisenden, der Anwohner und er würdigte das Verständnis der Bahnmitarbeiter. Zu den Gästen der feierlichen Einweihung des wirklich großartig gelungenen Bahnhofsvorplatzes in Ukrow gehörte auch Staatssekretärin Tina Fischer. Frau und Damen, das ist also eine Schnittstelle oder man kann hier vielleicht auch sagen, ein kleines Drehkreuz für die Region, die verschiedenen Achsen und die verschiedenen Orte miteinander verbindet und von der Historie haben mir meine Leute aufgeschrieben, 1875, das ist ja auch schon ganz schön lange her. Und damals sollte, ich weiß nicht, ob es stimmt, deswegen mit Vorbehalt, das eigentlich nach Dahme gehen und der damalige Bürgermeister aus Dahme hat, also lange, lange, lange her, gesagt, den Bahnhof, das will ich hier nicht. Insofern, es gibt Leute, die erkennen dann Innovationen und Sachen und Zukunft, die da dranhängen, andere nicht so sehr. Was ist hier geleistet worden? Das sieht man, ich habe da hinten selber, also tolle Parkplätze, hier auch vor allem für die Fahrräder, das glaube ich auch eine schöne Sache. Gemeinsam mit dem stellvertretenden LDS-Landrat Karl-Heinz Klinkmüller und dem Ukrower Ortsvorsteher Jörg Krüger durchschnitten Gerald Lehmann und Tina Fischer das symbolische Band. Nun ist also ein absolut unansehnlicher Schandfleck sowie eine katastrophale Lage für Bahnreisende und Busfahrer beseitigt. Die Hoffnung ist groß, dass das einst stolze Bahnhofsgebäude auch einen finanzkräftigen Liebhaber findet. Mit einer sensationellen Präsentation warten die BHG Handelszentren auch zur diesjährigen Messe im Grünen auf. Neben der großen RVS-Messehalle geht es bei der BHG um Bau- und Brennstoffe, alles für Haus und Garten und selbstverständlich auch um berufliche Perspektiven für Azubis. Ich sehe Perspektiven in der Firma, meine Lehrjahre sind fast um, aber ich bleibe trotzdem dabei. Die Märkte der Region zeigen höchste Qualität und stellen sich in den Dienst des Kunden. Besondere Aktionen sind für beide Messetage vorgesehen. Ihre BHG Handelszentren zur Niederlausitzer Leistungsschau. Qualität durch Können. Meisterbetrieb Baukunze Herzberg. Komplette Dachkonstruktionen, Maßanfertigungen nach Kundenwunsch. Dachdeckerleistungen von A bis Z. Kompletter Schornsteinbau. Klassisch. Edelstahl, Keramik, Abgasleitungen. Schornsteinabriss. Serviceleistungen rund um das Haus. Ihr Vorteil klar erkennbar. Meisterbetrieb René Kunze Herzberg. Auch wenn es um die Marina im Schlabendorf am See zurzeit nicht gerade rosig bestellt und ihr eigentlicher Zweck mit vielen Fragezeichen versehen ist, gibt es doch seit 3 Jahren den Marinalauf. Da Rutschungen in der Bergbaufolgelandschaft zu Sperrungen einiger Areale führten, haben sich der Wassersportverein und der Luckauer Läuferbund als Organisatoren eine Alternative zu den bisherigen Laufstrecken einfallen lassen.
Rund 70 Läuferinnen und Läufer hatten sich zum Laufwochenende an der Marina in Schlabendorf am See versammelt. Die alternativen Laufstrecken sollten sich landschaftlich als sehr reizvoll erweisen und so konnten alle ausgelobten Distanzen des Marina-Laufes angeboten werden. Besonders gilt natürlich unser Dank eben unser Hauptsponsor, der Tomarentotec aus Lea an der Nordsee, die also hier in hohem Maße diese Veranstaltung unterstützt, natürlich materiell, ansonsten können wir das ja auch nicht organisieren. Weiterhin auch bei den regionalen Sponsoren aus dem Großraum Luckau, die hier mit dazu beigetragen haben, dass wir das heute durchführen können. Nach der Begrüßung ging es für die ersten Starter, die diesmal auch den Ventotec-Halbmarathon absolvierten, pünktlich um 14 Uhr auf die Piste. 21,2 Kilometer Ventotec-Halbmarathon. Im 5-Minuten-Abstand folgten die weiteren Läufergruppen. Über 11,5 Kilometer erstreckte sich der Heinz-Sielmann-Lauf. Mit dem Namen Zinnitz-Lauf war die 5,5-Kilometer-Strecke ausgewiesen. Der Gutsparklauf, auch das besondere Angebot für Einsteiger und Kinder, war mit 2 Kilometern festgelegt. Bestandteil des jährlichen Marinelaufs ist auch eine Strecke für Nordic Walking. Und die letzten beiden hier in der Runde. Herzlichen Glückwunsch. Nach den 2-Kilometer-Läufern ging es für die Walking-Damen auf Tour. Zwischendurch gut organisiert immer wieder diese wichtigen Versorgungspunkte. Tee oder Wasser? Der schüttelt auch im Kopf. Cognac habe ich. Aber auch am Start und Ziel war durch die Schlabendorfer Landfrauen für das leibliche Wohl aller gesorgt. Ein Stück Kuchen holen kann und ein bisschen Torte essen darf. Jeder Zieleinlauf wurde mit freundlichen Zurufen und Applaus honoriert. Beifall gab es natürlich auch reichlich bei der Siegerehrung. Pokale und Urkunden, ehrlich erkämpfte Trophäen. Fotos und Ergebnisse werden in Kürze auf den Webseiten des Luckauer Läuferbundes und der Marina Schlabendorf veröffentlicht. Das sind also unsere Damen über dem Kutzbarchlauf und nochmal ein Riesenapplaus auch für den Sieger im Ventotec Halbmarathon, Carsten Hendrisch aus Spremberg, der gerade ins Ziel gekommen ist. Danke. Unser Unternehmen beschäftigt 25 Auszubildende. Davon sind einmal der Automobilkaufmann, die Bürokauffrau, dann der Auszubildende für Lagerwirtschaft. Weiterhin beschäftigen wir Auszubildende im Bereich Mechatroniker und gleichzeitig gibt es Auszubildende bei uns im Karosserie- und Lackbereich. Bewerbungen sind bei uns jederzeit erwünscht. Wir haben Häuser in Cottbus, ist unser Hauptbetrieb. Dann in Lüppen einmal den Zweigbetrieb in Spremberg, dann haben wir in Buben, in Herzberg und auch in Finsterwalde einen Betrieb, wo jeder auch sich initiativ bewerben kann. Jahre Schulpartnerschaft Deutschland-Frankreich. Das ist für das Herzberger Philipp-Melanchthon-Gymnasium Anlass gewesen, eine Festwoche mit 40 Schülern aus der befreundeten französischen Schule zu feiern. Auch wenn wir die Festveranstaltung zum 20-jährigen Jubiläum Schüleraustausch zwischen Frankreich und Deutschland schon für dieses Magazin ankündigten, haben wir beschlossen, den ausführlichen Bericht in das nächste Magazin einzuarbeiten. 3,5 Stunden grenzüberschreitende Emotionen pur. Ein unvergessliches deutsch-französisches Mammutprogramm, das größte Beachtung verdient. Das Fachgeschäft. Möbelkranz, die Küche, Dame. Komplett Service als Basis für Perfektion. Alles aus einer Hand.
Zeitgemäße Kücheneinrichtungen, Elektroeinbaugeräte führender Hersteller. Auch zum Austausch oder Nachrüsten. Beratung, Planung, Maßanfertigung, Lieferung, Montage. 100% Kundenzufriedenheit. Möbelkranz, die Küche, Dame, Luckauer Straße 29. Wir sind am Ende des FM Media Magazins dieser Woche angekommen. Bleibt mir nur noch weiterhin viele sonnige Tage zu wünschen und natürlich Ihnen einen Ausblick auf das nächste FM Media Magazin zu geben. Der englische Tenor John Paul Miles, begleitet von Pianistin Natalia Christoph, begeisterte das Konzertpublikum. In Dahme wird sowohl ein Frühlingsfest als auch ein Fest der Toleranz gefeiert, um nur einige Themen unserer Beiträge zu nennen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.